Weise Ihre Botschaft jeden 25. Monat an uns. Wie lange die Mutter Gottes noch bei uns bleiben wird, ich weiß das nicht. Aber solange wie sie bei uns ist, ist das sicherlich eine besondere Gnade und Gabe. Und die Mutter Gottes sagt, liebe Kinder, öffnet euch dieser großen Gnade Gottes, die Gott euch durch meine Anwesenheit hier gibt. Das hat sie uns zum 26. Jahrestag ihrer Erscheinungen gesagt. Und es ist ganz sicher ein Plan Gottes, den er hier durch Medjugorje führt. Aber Gott möchte auch dich führen. In seinem Zeugnis der Begegnung oder in ihre Begegnung mit der Mutter Gottes, darüber spricht die Serie Maria. Heute, Maria, sei uns herzlich willkommen. Wir geben das Wort an dich. Vielen Dank an alle, dass ihr gekommen seid. Wie die Mutter Gottes sagt, danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Im Namen Mariens möchte ich jedem Einzelnen von euch danken. Danke euch, liebe junge Freunde, dass ihr Ja zur Mutter Gottes gesagt habt und zu ihrem Ruf. Wie sie immer in ihren Botschaften sagt, danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Möchte ich euch im Namen der Mutter Gottes heute danken an eurer Anwesenheit und eurem Ja. Heute auf besondere Art und Weise, wenn wir die Mutter Gottes, die Engel feiern, Porciuncula. Ich erinnere mich an die ersten Tage der Erscheinungen. Auch wenn wir in einer Pfarrei sind, die franziskanisch ist, kannten wir das nicht, die Mutter Gottes von den Engeln oder der Vergebung von Assisi. Und um uns zu sagen, dass die Mutter Gottes die Jungfrau Maria der Engel ist, von Porciuncula, hat sie uns gebeten, eine Novene von 9 Tagen für ihre Anliegen zu beten. Und wir haben das getan. Wir haben gebetet und ein Opfer gebracht. Und die Mutter Gottes hat ein großes Opfer von uns verlangt, dass wir jede Nacht um 2 Uhr auf den Erscheinungsbergen gingen. Und es gab Erscheinungen und die Mutter Gottes hat jeden Tag uns gesegnet und uns angeregt und uns geholfen, noch mehr, noch stärker, mit größerer Liebe fasten und beten. Das, wozu wir uns entschieden hatten. Und am letzten Tag, nach dieser Novene, kam die Mutter Gottes mit vielen Engeln. Der Himmel war voller Sterne. Und wir haben froh den Rosenkranz gebetet vor der Erscheinung und wir sahen, wie viele Sterne im Himmel standen. Und wir waren so froh, als wir dies erlebten. Dann, als die Mutter Gottes kam zur Erscheinung, kam die Mutter Gottes wie immer. Sie kommt immer mit einem grauen Kleid, einem weißen Schleier und einer Sternenkrone, blaue Augen und schwarze Haaren. Sie steht immer auf einer Wolke und die Mutter Gottes hat nie die Erde berührt. Aber an diesem Amt war sie noch schöner. Vor der Erscheinung, wenn das Licht kommt, dieses Erste, was wir spüren, und die Mutter Gottes kam in diesem Licht. Und wir waren froh. Aber dieser Tag war etwas Besonderes. Immer wenn die Mutter Gottes auf den Erscheinungsberg kam oder auf dem Kreuzberg, dann erscheint sie mit 3 oder 5 Engeln, manchmal ein paar mehr. Aber an diesem Tag kam die Mutter Gottes mit ganz vielen Engeln. Wir konnten sie nicht zählen, wie viele es waren, wie viele Engel mit der Mutter Gottes zusammen waren. Und selbst die Engel waren so froh. Mit ihren Flügeln haben sie bewegt und so stark ihr Lächeln, was in ihrem Gesicht war, wir konnten das nicht erklären, beschreiben während der Erscheinung. In diesem Moment, alle, die hier anwesend waren, während der Erscheinung, die Mutter Gottes nicht gesehen haben, nur die, die gebetet haben, haben viele Sterne gesehen, die auf den Erscheinungsberg gefallen sind. Und sie haben die Erde berührt. Und wenn sie die Erde berührten, jeder dieser Sterne, die auf die Erde fiel, entstanden 10 Sterne. Und sie haben begonnen zu weinen, zu beten, haben gedacht, dass die Welt untergeht. Sie haben ihre Sünden bereut und gebetet, Herr, vergib ihn uns für all das, was wir Böses getan haben. Wir möchten uns bekehren, wir möchten unser Leben verändern. Erst später, als wir in unsere Häuser zurückkamen und dann den Priestern begegneten, die hier in Medjugorje lebten, hat man uns gesagt,
Heute ist die Vergebung von Assisi. Wir haben Pater Josu zugehört, der uns beschrieben hat über die Freude des heiligen Franziskus, wo er geweint hat und gesagt hat, und dass er sich wünscht, dass alle Franziskaner mit ihm in den Himmel gehen. Wir haben gesehen, wie die Mutter Gottes auf eine wunderbare Art und Weise uns gesagt hat, dass dieser Tag, der Tag der Jungfrau Maria, von den Engeln ist. Sie ist mit vielen Engeln erschienen, von Angst. Eigentlich in Wirklichkeit von dieser Gabe, die wir bekommen haben, all der Sterne, die auf den Erscheinungsberg fehlen. Ich weiß nicht, wie ich euch das beschreiben soll. Wir hatten so eine Ehrfurcht davon. Wir begannen immer mehr zu beten und all diejenigen, die bei uns waren, während wir sehr mit der Mutter Gottes im Gebet waren und alle die Mutter Gottes anempfohlen haben, die hier hinkommen, alle, die hier anwesend waren während der Erscheinung. Heute wiederholt sich das auch immer wieder. Ihr junge Freunde, die ihr seid gerufen. Wie der heilige Franziskus sagt, euch für die Heiligkeit zu entscheiden. Die Mutter Gottes wiederholt uns immer von Neuem und ruft uns von Neuem auf, dass jeder Einzelne von uns sich zur Heiligkeit entscheidet, dass er die Sünde abgibt und dass er beginnt, in der Gnade Gottes zu leben. Wir haben das von Anfang an, als die Erscheinung begonnen haben, selbst begonnen. Als wir dann aufgewachsen sind in Familien, die christlich waren, wo man jeden Tag gebetet hat. Und wir haben immer gesagt, wir sind bereit, für Gott zu sterben. Aber als die Mutter Gottes erschienen ist, erst da waren wir uns bewusst, wie entfernt wir noch von Gott sind. Wir waren mit unseren Worten nah, aber mit unseren Werken noch so weit. Und ich bin überzeugt, dass auch ihr heute den Wunsch habt, den starken Wunsch in euch habt, mit Gott zusammen zu sein, euch für die Heiligkeit zu entscheiden. Aber die Mutter Gottes ruft uns auf, zu beginnen und zu bekehren, die Sünde abzugeben, zu beichten, Gott an erster Stelle in unserem Leben zu setzen, wie sie dann begonnen hat, am Anfang der Erscheinungen jeden Donnerstag Botschaften zu geben und für ihre Botschaften gab. Und sie sagt, es ist nicht wichtig, wer ihr seid, wo ihr herkommt, welche Schule ihr beendet habt. Ihr seid alle zur Heiligkeit aufgerufen. Und die Mutter Gottes hat begonnen, uns Botschaften zu geben. Sie hat uns zur Beichte aufgerufen. Bei einem Gebet am Abend während der Erscheinung hat die Mutter Gottes informiert, dass es an dem Tag noch eine Erscheinung geben wird und dass die Erscheinung in der Nähe unserer Häuser geben wird. Denn auf dem Erscheinungsberg war die Geheimpolizei und sie haben uns verboten, dort hinaufzugehen. Und wir gingen in dieses Feld, wo die Mutter Gottes uns gesagt hat, und wir haben gebetet, und nach dem Rosenkranzgebet, nach den drei Rosenkränzen, ist die Mutter Gottes erschienen, und sie hat uns gesagt, dass wir sie alle berühren dürfen. Wir haben die Mutter Gottes gefragt, wie ist das möglich? Denn nur wir sechs Seher sehen dich. Die anderen können dich nicht sehen und sie können dich auch somit nicht berühren, weil sie dich nicht sehen. Die Mutter Gottes hat uns geantwortet, nimmt ihre Hände und weist ihnen, wo ich bin. Und wir haben es auch so getan. Alle haben die Mutter Gottes berührt. Alle haben etwas gespürt. Und alle haben auf einmal geglaubt, dass die Mutter Gottes da ist, anwesend. Einige spürten Geruch von Rosen, einige kalt oder warm, oder einige, als wenn sie Strom berührt hätten und ein Kribbeln. Alle haben geglaubt, dass die Mutter Gottes da ist. Während wir die Mutter Gottes sahen, während die Menschen sie berührten, sahen wir auch, dass an den Kleidern der Mutter Gottes lauter Flecken gab, größere und kleinere, dunkle und hellere. Und wir haben begonnen zu weinen und die Mutter Gottes gefragt, warum ihre Kleider so schmutzig sind. Und die Mutter Gottes hat geantwortet, das sind eure Sünden. Von diesem Moment hat die Mutter Gottes uns aufgerufen und uns angeregt, dass jeder Einzelne von uns zur Beichte geht, dass wir monatlich beichten und uns auf dem Weg der Heiligkeit entscheiden und Gott an erster Stelle setzen. So Schritt für Schritt, auf tausend verschiedene Art und Weise, mit großer Liebe, führt uns die Mutter Gottes, ruft uns immer von Neuem auf. Ich erinnere mich, als die Mutter Gottes zu uns sprach über Himmel, Fegefeuer
und Hölle in einer Situation. Am Nachmittag ist die Mutter Gottes auf besondere Art und Weise ist sie erschienen und da waren Witzka und Jakob anwesend. Und die Mutter Gottes hat ihnen gesagt, dass sie sie mitsehen wird in den Himmel. Und der Jakob hat geweint, hat der Mutter Gottes gesagt, bitte nimm mich nicht mit, ich bin alleine bei mir zu Hause. Nimm die Witzka, bei denen sind 8 Kinder zu Hause. Und er hat gedacht, dass wenn die Mutter Gottes sie mitnimmt, dass er sterben wird und seine Mutter allein bleiben wird. Und die Mutter Gottes hat gelächelt und hat den einen an der einen Hand und den anderen an der anderen genommen und hat sie mitgenommen. Sie haben gesehen, dass die Mutter Gottes sie zum Himmel trägt. Und die Witzka, wenn sie zu uns spricht darüber, dann sagt sie, dass die Häuser immer so mini-klein geworden sind. In einem Moment sind sie in die Wolken gekommen und nach den Wolken sahen sie ein unendlich weiter Raum mit vielen Menschen. Und die Mutter Gottes hat ihnen gesagt, das ist der Himmel, dass dort Menschen leben, die jeden Tag eine Bekehrung gelebt haben, die Gott an erster Stelle gesetzt haben, die den Willen Gottes jeden einzelnen Tag in ihrem Leben gesucht haben. Und jetzt sind sie froh und danken Gott für all das, was Gott ihnen gibt, was Gott ihnen gegeben hat. Und sie danken Gott für all dies, was Gott ihnen erlaubt hat in ihrem Leben auf Erden. Dann sind sie ins Fegefeuer gegangen. Sie haben die Menschen nicht gesehen, aber sie haben gehört, die Seelen, die unsere Gebete bitten. Und die Mutter Gottes hat ihnen gesagt, aber auch uns, dass jene, die unsicher waren, dass Gott hier auf Erden existiert, dass sie in einem Moment vielleicht geglaubt haben, im nächsten nicht geglaubt haben, dass Gott existiert, sind nun ins Fegefeuer gegangen. Und sie sind sich nun bewusst, dass Gott existiert. Und ihr größtes Leiden liegt gerade darin, dass sie an der Seite Gottes sein möchten, aber dass sie dies nicht können. Sie beten, aber mit ihrem Gebet können sie nicht gerettet werden. So ersuchen sie von uns die Gebete und die Opfer. Und die Mutter Gottes hat uns angeregt, dass wir ihre Hände, ihre ausgestreckten Hände sind für diese Welt, für diese Anregung, dass sie in den Himmel gehen können, die Seelen aus dem Fegefeuer. So haben wir sehr begonnen, alle anzuregen, die nach hierhin kommen, nach Medjugorje, dass sie beginnen, für die Menschen im Fegefeuer zu beten. Dann hat die Mutter Gottes Jakob und Witzka in die Hölle gebracht. Und sie hat uns in einem Bild während einer Erscheinung uns das auch gezeigt. Sie haben gesehen, wir haben gesehen, dass auch auf besondere Art und Weise ein junges Mädchen, das vom Feuer eingenommen wurde und verwandelt wurde in ein Tier. Und die Mutter Gottes hat uns gesagt, dass Gott uns allen die Freiheit gegeben hat. Und in der Freiheit, die Gott uns gibt, haben sie sich für die Sünde entschieden, für die Hölle hier auf Erden. Und sie haben sich entschieden, während des Todes, für die Hölle, für die ewige Hölle. Die Mutter Gottes ruft uns hier auf, regt uns an und gibt uns auf tausende verschiedene Arten und Weise die Möglichkeit durch die Botschaften, die sie uns gibt, dass wir uns für Gott entscheiden. Ich erinnere mich, das erste Gebet, das wir begonnen haben, mit der Mutter Gottes zu beten, war 7 Vater unser, gegrüßt seist du Maria und Ehre sei dem Vater und das Glaubensbekenntnis. Dieses Gebet beten wir sehr froh, jeden Abend, auch heute nach der Heiligen Messe knien, der Mutter Gottes danken für ihre Anwesenheit hier unter uns. Schritt für Schritt hat uns dann die Mutter Gottes aufgerufen, den Rosenkranz zu beten, dass dies ihr liebstes Gebet ist. Wir haben begonnen, den freudenreichen, schmerzhaften und den glorreichen Rosenkranz zu beten. Die Mutter Gottes hat uns dann auch aufgerufen, das 4. Geheimnis, was Johannes Paul II. So sehr uns angeregt hat, durch den Rosenkranz das Leben Jesu zu leben und uns gegeben hat, dass wir das meditieren, damit jeder Einzelne von uns den Rosenkranz betet. Und die Mutter Gottes hat uns aufgerufen, jeden Tag den Rosenkranz zu beten. Sie hat uns angeregt, die Heilige Schrift an erster Stelle in unsere Familie zu setzen und zu lesen. Ich erinnere mich, als die Mutter Gottes uns da angeregt hat, die Heilige Schrift zu lesen, hat jeder Einzelne von uns eine Heilige Schrift gekauft und haben begonnen zu lesen und die Heilige Schrift mitzunehmen, egal wo wir hingingen, den Erscheinungsberg, den Kreuzberg,
Wir haben sehr gerne die Psalme gelesen, wo wir immer Freude darin gesucht haben und Freude durch das Gebet an Gott zeigten. Weiterhin hat die Mutter Gottes uns aufgerufen und uns angeregt, an einen sichtbaren Platz nicht nur die Heilige Schrift, sondern auch das Kreuz zu setzen. Und sie hat uns gesagt, nehmt mit euch immer geweihte Gegenstände. Habt immer etwas Geweihtes bei euch als Zeichen, dass ihr mir angehört. So haben wir begonnen mit Medaillen, mit Rosenkränzen, Kreuzen, etwas zu tragen, unsere Häuser zu schmücken. Auf besondere Art und Weise aber auch zu bezeugen, dass wir Christen sind und dass für uns Gott an erster Stelle steht. Die Mutter Gottes hat uns angeredet und aufgerufen, Gebetsgruppen zu gründen in unseren Familien, in unseren Vereinen. Schritt für Schritt, als wir dann begonnen haben, nach ein paar Jahren, als wir gewachsen sind mit der Mutter Gottes, hat die Mutter Gottes uns Jugendliche aufgerufen, 3 Tage für das Gebet zur Verfügung zu stellen. Ich erinnere mich, dass wir da begonnen haben, der Mutter Gottes zu sagen, dass das ein bisschen zu viel ist, was sie sich von uns erbittet. In einem Moment hat die Mutter Gottes gelacht und hat gesagt, wenn ein lieber Freund in euer Haus, in eure Familie kommt, dann schaut ihr nicht auf die Uhr, wie viel Zeit ihr mit ihm verbringt. Euer bester Freund möge Jesus werden. Und von diesem Moment an haben wir begonnen, ein tiefes Leben mit Jesus zu fühlen, zu führen, wo wir uns durch Maria in Jesus verliebt haben, wo wir die Botschaft Mariens, wo wir ihm nachgefolgt sind. Und in dem Moment, als wir uns in die Mutter Gottes verliebt haben, in Maria, die Königin des Friedens, denn die Mutter Gottes hat uns gesagt, nur durch das Gebet können wir den wahren Frieden gewinnen. Und wir durch die Königin des Friedens begannen, all dem nachzufolgen, all das, was Gott durch Maria von uns verlangt. Und so Schritt für Schritt sind wir ihren Botschaften gefolgt. Wir haben begonnen, mit unserem eigenen Leben dies zu bezeugen. Wir haben angefangen, Anbetung zu halten, wo die Mutter Gottes gesagt haben, wir sollen Jesus anbeten im Allerheiligsten Altarsakrament. Als Gebetsgruppe haben wir begonnen, Anbetungsstunden zu halten und Gott zu danken für all das, was Gott durch Maria tut, durch uns, über all jene, die zu uns kommen, die sich bekehren. Auch heute noch. Jeden einzelnen Tag während der Erscheinung bete ich und empfehle der Mutter Gottes alle jungen Menschen, die hier hinkommen. Und ich rege und bitte die Mutter Gottes immer, dass sie gerettet werden und dass sie von ihrem Sohn erbittet, die Erlösung für all jene, die hier hinkommen, dass sie sich entscheiden für die Heiligkeit, wie der heilige Franziskus sich entschieden hat für die Heiligkeit, auf besondere Art und Weise, der mit seinem Leben bezeugt hat, die Freude des Auferstandenen. Denn viele Male sehen wir so viele junge Menschen, die im Geiste tot sind, die, wer weiß, was auserwählt haben, was nicht gut ist. Die Mutter Gottes aber regt uns an, dass wir mit Freude, dass wir uns bewusst sind, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und dass wir den Auferstandenen bezeugen. Ich wünsche euch heute mein Gebet sichern und während der Erscheinung heute Abend werde ich für euch beten, dass diese Tage fruchtbar für euch sind, dass Gott euch sein Angesicht offenbart und euch seine Erlösung gibt. Auf besondere Art und Weise werde ich für euch beten, dass wenn ihr nach Hause zurückkehrt, dass jeder einzelne von euch die Botschaften der Mutter Gottes annimmt, dass er sie lebt und dass er, wie die Mutter Gottes das sagt, ihre ausgestreckten Hände wird, dass jeder einzelne von euch ihre Träger werdet, die Träger ihrer Botschaften, denn nur so könnt ihr ein neues Leben beginnen. Denn die Mutter Gottes möchte durch uns, wie sie sagt, die Welt retten. Und so gibt sie uns ihre Botschaften. Und deshalb ruft sie uns auch heute noch auf. Sie ist nicht müde geworden. Und sie sagt uns immer von Neuem und regt uns immer von Neuem an. Liebe Kinder, ich halte Fürsprache vor meinem Sohn für euch.